Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde War Hospital. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind nach wie vor am Kapitel 1. Wir haben kaum noch Materialien, wir haben kaum noch chemische Medikamente. Liegt daran, dass wir es hergegeben haben. Engineers reach the Engineering Depot. Ah, okay. Engineering Depot, was auch immer das ist. Dann schauen wir kurz mal rein. Sir, Engineers reach the construction site. Okay, dann gucken wir an. Lass uns mal kurz gucken, was haben wir denn hier? Wo ist die Construction Site? Was baue ich denn gerade? Personenzuweisung, was haben wir denn hier? Gucken wir mal schon. Die Sanitäterteams, da brauche ich noch hier für einen Verbandsplatz. Die Krankenschwester brauche ich auf jeden Fall. Die sind ein bisschen überarbeitet. Hier, der macht Essen, der am Verbandsplatz. Der baute gerade den Verbandsplatz. Okay, gut. Dann darf der den Verbandsplatz auch bauen. Und dann würde ich die beiden, gut, die machen im Schicht, das heißt, die produzieren jetzt dauerhaft, das ist gut. Und da war es, glaube ich, diese komische Trockenspritze, die ich brauche, weil mir läuft das Material hier weg. Genauso wie Lebensmittel. Dafür bräuchte ich natürlich ein bisschen mehr Schicht. Gucken wir einfach mal. Beziehungsweise mehr Personal. So, näher ran hier. Ist doch schöne Aussicht hier. Da läuft eine Schwester. Kannst aber nicht draufklicken. Da siehst du denn auch werkeln. Guck mal an. Ah, mach dir schönes Material hier. Die sind im OP, die zwei. Da habe ich keinen mehr, genau. Im Lager ist kein Platz mehr für Güter. Was? Wieso das denn? Mal kurz Pause machen. Wieso habe ich keinen... Kein Platz mehr für Güter. Welche Güter? Also wenn ich gucke, sollte noch genug da sein. 5 von 8. Also ich denke, das sollte jetzt kein Problem sein, ja. Das ist voll. Ja, gut, okay. Die Güter meint er. Das ist okay. 750 ist Einkommen. So, zurück. Okay, gib hier ein bisschen Gas. Ist der fertig, der Verbandsplatz? So, Schichtwechsel. Jawohl, Schichtwechsel. Ein Verbandsplatz bauen. Ist erledigt. Pass auf, wir machen kurz Pause. Das heißt nämlich, ich kann jetzt hier... was wollte ich machen? Ich wollte... pass auf, hier, Verbesserung. War das nicht hier? Lager, Ressourcen anfordern, Personal anheuern, Zugplan, Lagerübersicht, Friedhof, Ration wählen. Ich klicke einfach mal drauf. Da waren Verbesserungen, hier waren sie nämlich. Und dann war es Unterkunft. Heilung war es. Ne? Ich wollte erstmal hier diese komische Spritze bauen. Das Reha-Zentrum habe ich erhöht. Was habe ich hier? Schmerzmittel. Verbandsplatz verringert das Tempo der Zustandsverschlechterung bei Patienten um 25%. Guck mal an. So, Röntgen. Den habe ich erforscht. Erhöht die Chance, okay. Ich brauche aber, was denn? War es nicht bei Produktion? Hier, glaube ich, war es, ne? Geh weg. Die Destille. Hier, Trockenpistole. Kohle haben wir. Verbessern wir. Der ruht sich aus, kann er dann nachmachen. Du hast so viel. 20 Minuten, ich bitte dich. So viel hast du nicht gearbeitet heute. Dann gehen wir noch kurz in den Reha-Platz und schauen wir mal nach, was haben wir angehalten. Na, das ist immer schade. Der ist fast durch. Morgen früh kann er entlassen werden. Das sieht noch gut aus. Stark für den nächsten Angriff. Das heißt, die beiden würde ich definitiv einmal Moral und einmal Geld oder zweimal Geld. Was habe ich an Moral? Aber guck mal einfach mal. Hier, komm. Ich weiß. Sir, wir haben keine militärischen Zahlungsanweisungen mehr übrig. Es wäre eine gute Idee, einige Militärchecks zu besorgen, falls wir Material bestellen müssen. Ich weiß. Deswegen gehen die zwei, sobald sie gesund sind, dorthin, wo sie hingehören. No? Verdammt, ich bin froh, dass meine Schicht vorbei ist. Okay. Mhm. Dann freu dich nicht zu früh. Sir, engineers reach the construction site. So, Materialien. Da haben wir halt 6, ja. Wir haben total wenig. Aber solange keiner mehr kommt, ist gut. So, die sind gleich durch, denke ich. Sir, operation was successful. Sehr schön.
Was ist das hier? 6 Stück? Ach, das ist der Verbandsplatz. Ach, guck mal hier. Das ist der Verbandsplatz. In den Schützengräben verwundet. Oh, warte mal. Das heißt, das ist nicht hier, sondern das ist da drüben. Boah, echt jetzt. Danach müsste ich... Ich habe kein Geld mehr wahrscheinlich, ne? Ja, da habe ich kein Geld mehr. Und ich kann... das ist ja super. Super. Ja gut, sobald die gesund sind, kann ich sie wegschicken. Und dann würde ich definitiv schauen, dass wir noch ein Sanitätspersonal... Warte auf Aufträge. Hier, Friedhof. Pass auf, die setzen wir... Die tun wir anders zuweisen. Und zwar Sanitäterteam. Da mache ich die Beerdigung raus. Die können ruhig tagsüber arbeiten. Das heißt, ich packe dich hier rein. Jawohl, das ist okay. Ihr arbeitet von 20 bis 8 Uhr. Sollte passen. Und dann arbeitet ihr einfach mal eine Schicht durch. Ja, so machen wir das. Ich denke, das ist nämlich wichtiger. Da, ob die jetzt tagsüber begraben werden, nachts, ist, glaube ich, Wumpe. Aber das hier ist, glaube ich, nicht so Wumpe. So, das ist erledigt. Dann gib hier nochmal Gummi. Sir, Medics are on the way. So, weil ich bringe nämlich jetzt neue Verwundete mit und sonst gehen die mir nämlich kaputt hier. Da habe ich nämlich keinen... Kann ich auch weiter scrollen oder geht es nicht? Nee, da muss ich hier draufklicken, ja. Da sind sie 3, 2, wo ist der andere? Da drüben liegt er. Siehst du... Sir, we lost this patient. Nein, wieso das denn? Warum machst du denn sowas? Sir, new patient arrived. Meine Nase. So, komm. Zuweisen, gut. Patient ist verstorben, weise den Friedhof Sanitäter zu. Ja, ich... Ja, genau. Ist schon recht. Okay, gut. Ah, die kommen. Wann kommen die? Heute Nacht. Bleibt jetzt da liegen, oder was? Patienten? Warte mal. Nee, stopp. Das wollte ich gar nicht, sondern ich wollte hier reingehen. Hier nochmal. Du willst mir jetzt sagen, dass du nicht arbeiten kannst, weil da jemand liegt, oder was? Boah, stabil. Ja, ist schon richtig. Oh, Mann. So, pass auf. Wir müssen zuordnen. Zuweisung. Es tut mir leid. Ich möchte dich gerne... Du gehst jetzt ran. Das tut mir leid. Das musst du jetzt halt ran. Ihr müsst raus. Ihr müsst die Leichen wegschaffen. Ich brauche Urlaub. Ja, ich weiß. Ich auch. Das tut mir leid. War keine Absicht. Ohne Blödsinn, es war keine Absicht, dass ich euch raushole. Aber ich glaube, sonst komme ich hier nicht vorwärts, wenn ihr euch da nicht hier... Zack. 6. Was habe ich denn? Verwendet 7 im Besitz. Der ist stabil. Der wird operiert. Gucken wir mal. Wie will da noch kommen? Da müssen ja mehrere kommen. Verbandsplatz, da sind da. Da müssen wir einfach mal schauen. Weil für mich jetzt persönlich ist wichtig, dass wir die wenigen, die wir haben, über die Runden bekommen. Ich brauche auf jeden Fall einen Ausbau. Eine Verbesserung von meiner Unterkunft. Aber da fehlen mir die... Also ich brauche 6... Checks, damit ich hier Sanitäterteams, Rester-Teams, Ingenieur brauche ich erstmal 4, das heißt also nur ein 3er-Check. Dann kann ich die 2 erweitern und damit habe ich dann die Möglichkeit, mehr Schwestern und mehr Sanitäter einzuplanen. Ja, das ist, ja, bleibt so, wie es ist, ja. Dann, hier bin ich gerade dabei, das ist gleich durch, sehr schön. Dann bin ich auch schneller mit der Produktion von den Verbänden. Und dann müssen wir gucken, ob wir Schmerzmittel einbinden. Das wäre nämlich das Nächste, was mir so vorschwebt. Das wäre das Nächste. Sir, Operation was successful. Gut, 8, das ist okay. Er fällt betreten. Was haben wir hier? Ruht sich aus. Ausgeruht, okay. Ruht sich aus, ist müde. So, pass auf, ich pack dich hier hin. Ja, muss laufen. Diese schreien, ja? Gut. Okay.
Ei, Reha-Zentrum. Das sind die hier. Die EHS ist unterbesetzt. Es werden mehr Sanitäterteams zum Transport von Verwundeten benötigt. Ach, nee, ehrlich? Du machst Sachen hier. Erzähl mir was Neues. Ja, den würde ich gerne loslegen. Eins, die beiden bringen auf jeden Fall Kohle. So, was haben wir denn hier? So, der wird operiert. Ich habe noch 3 Verbände. So, an sich könnte ich ja weiter ausbauen, ne? Was haben wir denn hier? Lass mich kurz gucken. 8 Uhr. Naja. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd. Die hier, die kommen gleich zurück. Ingenieure, der ruht sich gerade aus und ich brauche auf jeden Fall eine Verbesserung. Was kann ich aber? Die Frage ist, was will ich verbessern, ja? Heilung. Den habe ich jetzt hier. Warte mal, das ist die Trockenspritze. Ja. Ne, Reha-Zentrum. Wo war die Trockenspritze? Oder war das beim Ding? Lass mich kurz mal gucken. Ich habe nur 1 an Kohle. Das heißt, ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten. Hypnose, das kann ich hier. Traumastation. Da brauche ich auch wieder einen Arzt und eine Schwester. Unterkunft. Da habe ich keine Kohle nicht. Trockenspritze habe ich. Hier brauche ich 3, 3, 2. Also da komme ich gar nicht weiter hier. Autowerkstatt für Lastwagen. Das wäre so eine Möglichkeit. Kostet mich gar nichts. Bringt mir nichts, kann ich auch nicht machen. Wahrscheinlich im Kapitel 2. So, das kostet mich ansonsten alles Kohle und das muss ich als erstes mal für später für die Story freigeschaltet. Also mir fehlt es einfach oder mangelt es einfach an Kohle. Deswegen bringt mir das alles nichts. Gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwelche? Ne, da haben wir keine. Okay, dann müssen wir einfach warten. Bleibt uns ja keine andere Möglichkeit. Das da macht mir ein bisschen Sorgen. Ne. So ein bisschen schneller. Ich finde die Ortschaft gut gemacht, ja. Ja, guckt, hier ist schön gemacht mit den Zügen. Geht's hier noch weiter? Ne, hier geht's nicht weiter, ne? Nee. Was haben sie denn hier alles? Hier ist noch ein Dorf. Das ist unser Friedhof. Darf ich da auch Kuscheltiere beerdigen? Lass mich kurz nachdenken. Nein. Keine Kuscheltiere auf dem Friedhof, meine Freunde. Keine Kuscheltiere. Okay, gut, komm. Das hat alles sonst keinen Wert. Wir müssen kurz warten, bis die Damen aus der Nachtruhe kommen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Lager? Warte mal, Lager, warte. Sir, new patient arrived. Okay, neuer Patient. Hat ein bisschen gedauert. Sag mal her, lass mich gucken. Gut ausgeruht. Sehr schön. 5. Ich habe keine 5. Schwierigkeitsgrad der OP. 4. Die Wahrscheinlichkeit, dass die OP nicht gelingt, das ist 50-50, ne? 50-50. Na komm. Ist sie größer als 50-50, geht's weg. Sir, new patient arrived. Oh. Der wäre vielleicht besser gewesen, aber jetzt wird der schon operiert. So, hier habe ich 2 Angriffe, wenn ihr schaut. Den kriegen wir noch geregelt, den nicht. Das heißt, ich muss Leute hinschicken. Das setzt aber voraus, dass wir langsam vorwärts kommen. Sir, operation was successful. Ah, sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Wieder ein Geretteter. Aber 14 sind schon tot. Halbe, halbe, ja. Also
Bei mir hier im Lazarett untergebracht zu werden, ist eine 50-50 Chance, dass du es überlebst. Braucht mindestens einen Sanitäter. So, was haben wir hier? 51 Minuten. Den schicke ich wieder an die Front. Super. Jetzt muss ich gucken. Ich habe jetzt aktuell keinen, der tot ist. Das heißt, das ist okay. Solange die jetzt nicht sterben. 4. Passt. Helfen Sie mir, Sir. Ja, mache ich. Das sieht gut aus. Der sollte relativ gut durchkommen. Die Frage ist, wie viel kann ich hier beherbergen? 10. Ansonsten müssen wir warten. Da drüben habe ich noch 4, die rumdümpeln, die ich nicht abgefackelt kriege. 3 verwundet, 1 Schützengraben. Ich brauche so viel Sanitäter-Teams. Und ich habe kein... Okay, Reha-Zentrum, machen wir langsamer. Zack, gehen wir schnell mal rein. So, ich weiß dich, du bist fertig. Du darfst wieder an die Front. Ich brauche dich später. Es tut mir leid. Und ihr zwei bringt mir Geld. Ihr zwei bringt mir Geld. Sir, patient is cured. Ja, sehr schön. Guck mal an. Oh Mann, der ist jetzt schon auch hier übel, ne? Ich brauche mehr. Was haben wir denn hier? Friedhof braucht mindestens. Okay. Ich liebe die Betten hier. Ich fühle mich so erholt, wenn ich aufwache. Das ist okay. Ich brauche ein Bad. Ja, ist okay. Ich kann mir vorstellen, er stinkt wie die letzten Maurer. So, kann ich hier... Also das sind die Sachen, die ich hier ordern kann. Ich kann jetzt ein bisschen Medizin ordern, aber ich habe keine Kohle. Relativ einfach gesagt. Das fällt aus wegen ist nicht. Da habe ich keinen Platz mehr. Ich habe zwar noch eine Human Resources, also ich hätte für ein Sanitäter-Team, könnte ich noch eins bestellen, das wäre gut. Weil da hätte ich übrig. Aber ich habe keine Betten. Aber ganz ehrlich, im U-Boot teilst du dir auch das Bett. Die sollen sich nicht so anstellen. Was haben ein riesen Gebäude? Ja? Und dann machen sie hier so rum. Ich will aber nicht in dem gleichen Bett schlafen. Wenn es warm ist, ist es doof. Sir, Operation was successful. Ah, guck mal an. Das freut mich. Warte, ein bisschen Gas geben wieder. Das macht mir ein bisschen Sorgen hier. Danach die 2. 7 Stunden kriegen wir hin. Mehr, da kurz mal reingucken, wie weit seid ihr? 3, 4, 5. Ach guck mal, die werden alle. Ach guck mal, die gehen da ruckzuck hier. 3, 4, 5, 5, 19. Ach guck mal, die kriegt er. Da kriege ich gleich Geld und die schicke ich wieder an die Front. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis wir genug Kohle haben, dass wir da, wie gesagt, einmal hier ausbauen können. Für ein Sanitäter-Team. Und das würde ich dann logischerweise für, wahrscheinlich fürs Lazarett verwenden. Ne? Mal gucken, wie wir das machen. Und solange mir keiner auf dem Bett stirbt, ist alles okay. Aber ich habe keine Medizin. Ne? Eigentlich bräuchte ich einen zweiten Ingenieur. Warte mal, halt da. Ich bin ja ein Held. Warte mal, ich kann eine Zuweisung machen. Oh. Ich bin doch ein Held. Warte mal. Hier. Ah, da habe ich schon 2. Da habe ich schon 2. Eigentlich müssten die nicht schichten, ne? Pass auf, du kannst hier rein und nimmst die 2. Schicht. Dann kann ich hier wenigstens mal ein bisschen Essen produzieren. Wenn ich draufliege, werden die sich tauschen. Das ist okay. Das heißt, ich habe hier gar keinen Ausbau. Ja. Produziert 2. Ja, stimmt das? Nee. 12,5. 1 pro Stunde. Das heißt, ich produziere 24 am Tag. Durch die Schicht weg. Und hier produziere ich auch 12. Also 12 Essen am Tag produziere ich. Und das sind die Ressourcen, die abgebaut werden. Ist okay. Aber den muss ich ja gleich wieder rausnehmen, den Kollegen. Sobald ich Kohle habe, um vorwärts zu kommen. Ja, das ist halt hier ein bisschen blöd. Aber gut. Ist halt mal so. Ich finde es schon schön gemacht, oder? Wenn du so guckst. So, wenn sie durch die Gassen laufen, ne? Und hier alles voller Blut.
Warte mal ganz kurz. Stopp, ich mal. Habe ich doch. Warte mal. Zuweisen. Ja, zuweisen. So, Sanitäterteam. Und zwar hätte ich dich gerne hier. Friedhof. 8 bis 20 bis 8. Jetzt haben wir. Pass auf, ich pack dich mal ganz kurz hier rüber. Und du holst jetzt die Leute ab. Sir, Medics are on the way. Das sonst sterben die mir nämlich. Und da habe ich jetzt auch keine Lust dazu, dass mir die sterben, ja. Warte mal. Verbesserung brauche ich jetzt hier nicht. Warte mal, stopp, halt, halt, halt. Ich wollte hier gucken, ne? Der operiert noch. Wie lang, weiß ich nicht. Operation was successful. Jetzt liegt er da und kann nicht abgeholt werden. So. Musste ein bisschen früher anfangen, es tut mir leid. Sir, Medics are on the way. Sir, wir haben Leichen im Lazarett, aber kein den Friedhof zugewiesenen Personal. Wir haben keine Leichen. Wir haben keine Leichen. Wir haben keine Leichen. Wir haben keine Leichen. Ja, wir haben keine Leichen. Die Operation war erfolgreich. Wir haben keine Leichen. So. Na, guck mal, noch eine Stunde Ingame-Zeit, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. In drei Stunden sind wir durch. In drei Stunden sieht die Welt ein bisschen anders aus, auf jeden Fall finanziell gesehen, weil dann haben wir 7. Dann kann ich nämlich zweimal Betten bauen und ich kann ein Sanitäterteam noch separat ordern. Und dann kriegen wir das auch ein bisschen hin, ja, ich weiß. Aber guck, wir haben keine Leichen, die liegen hier nicht, ja. Das ist alles gut. Die liegen halt hier in diesen Massengräbern. Hm. Dafür haben wir hier eine Steintafel. Denkmal. Ja, es sind schon ein paar, ne? Was war das? 81%? Beerdigungsvorgang, 81%. Ach, haben die mittendrin aufgehört, wenn sie das irgendwie zuweisen, ja? Okay, gut. So. Was mit dir? Reha-Zentrum. Ach, habe ich so viel drin? So, der hier halt, das ist eins. Der geht wieder an die Front. Jawohl. Okay. Mhm. Eins geht an die Front. Jawohl, verlassen. Ja, sehr schön. Da muss ich scrollen. Ich hätte gedacht, dass die, wo jetzt gerade entlassen werden, was ja ganz oben stehen, aber das ist nicht der Fall. Die muss man ein kleines bisschen bewegen. Die Moral sinkt extrem gerade, 54%, wobei 54% besser wie die Hälfte. Ja. Haben wir hier neue Patienten? Nein. Apotheke läuft. Wir haben 6, wie gesagt. Ja. Wie viel brauche ich am Tag? Nächste Mahlzeit 10. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Wie sieht es hier aus? 40 Minuten. 3 Minuten. Ja, guck mal, kann man gleich die nächsten. Ah. Also um Viertel nach und um 4. So, erledigt. Bup, bitteschön. Da ist er. Du darfst mir Geld bringen. Bitteschön. Du bringst mir auch Geld und du gehst an die Front und mit den anderen zwei überlege ich mir noch was. Sir, patient is cured. Aha, sehr schön. Jetzt kurz Pause. Halt, jetzt muss ich schon mal reingehen. Ich brauche, was habe ich gesagt? Hier, da Verbesserung. Und zwar brauche ich jetzt Sanitätsteam. Verbessern. Was haben wir denn? Wir haben jetzt gerade... Oh, komm, die Kollegen von 20 Uhr. 3 Stunden, 2 Stunden 52. Aha, geht es nicht schneller? 3 Stunden, 8 Minuten. Für die 8 Minuten kannst du mich zuweisen. Warte mal. Das haben wir. Und jetzt kannst du...
Warte mal, lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen, ganz kurz. Ich packe 2 hier rein. Nee, den packe ich hier wieder rüber. Verbesserung, halt, stopp. Verbesserung, Unterkünfte, die hier. Schwesternzimmer, würde ich sagen, oder? Ja. Und da packe ich den nächsten rein, hier. Bitteschön. Zuweisen. Perfekt. Dann sind die in 3 Minuten oder 3 Stunden sind die dürfen. Was haben wir hier? Ja, ja, ich weiß. Sir, engineers reached the construction site. Mhm, ist okay. Sir, new patient arrived. Okay, gut, gucken wir schnell mal rein. 12 Minuten. Also der bringt mir auch nochmal 3 Kohle. Und der bringt mir 3 Kohle, dann habe ich 6 Kohle. Und den Rest schicke ich dann an, die brauche ich Moral. Ja, genau, das ist okay. So, Patient ist angekommen. Gucken wir schnell mal rein. Der hat 5, ich habe 7 im Besitz. Gut, das ist okay. 50 ist okay. Halt, kommt noch einer. Da kommt, glaube ich, noch einer. 2. Ich muss mal langsam hier rüber arbeiten. Der hier, das ist sehr schön. Du kommst da rein. Und was habe ich noch übrig? 7. 7 von 7. Gut, dann ist, wie es ist. Haben sie noch einen reingebracht? Ne, das war der schon. Okay, das ist das hier. Das ist in Ordnung. So, wie sieht's hier aus? Reha-Zentrum. Da ist einer. Also, du bringst mir nochmal Geld. Du bringst mir Verstärkung im Schützengraben. Du bist meine Moral. Du bist älter. Infanterie, gucken wir mal. 3 Kinder... 2 Kinder, Mechaniker, jeden Abend vor den Einschlafen küsst er das Bild seiner Frau. Niemand weiß genau, wer sie ist. Pass auf, die schicke ich nach Hause. Ja, die schicke ich nach Hause, komm. Die schicke ich nach Hause, du bist meine Moral, du bringst mir Geld und du gehst an die Front. Keine Kinder, Beruf Lackierer. Ist okay. Wobei der mir wahrscheinlich im Kampf besser dienlich wäre, ne? Ja, komm, ich brauche aber Moral. Das heißt also... Aber niemand... Die schicke ich auf jeden Fall nach... Komm, die schicke ich nach Hause, du bringst mir Geld und du, Kollege, musst nochmal an die Front. Es tut mir leid. Sir, patient is cured. Okay, so, das haben wir. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Ich brauche auf jeden Fall Ressourcen ordern, Personal. Ja, das ist noch nicht fertig. Ich habe noch keinen. Das brauche ich dann als nächstes. Okay. Die sind auch gleich fertig dann. Reha-Zentrum, wie weit sind wir hier? Jawohl. So, du bist ins Headquarter. Die schicke ich zurück und du gehst wieder an die Front. Das tut mir leid. Sir, patient is cured. Okay. FL-Bett betreten, die operieren. Das verstehe ich nicht ganz. Rabiat 15, menschlich 16. New patient arrived. Okay. Ich habe Besitz 2. Okay, gut ausgeruht. Du darfst hier hin und du darfst dich danach ausruhen. Das ist okay. Gut. Sir, da wurde ein ganz merkwürdiger Patient ins Feldlazarett gebracht, der Ihre Aufmerksamkeit braucht. Ich rate Ihnen, seinen Fall sorgfältig zu untersuchen. Oh, okay. Sir, may I inform you that I left a personal recommendation note with one of the patients who was recently brought to the casualty clearing station? Okay, betreten. Hier. VIP. VIP, was ist das hier? So. Je schlimmer die Verwundung, desto schneller verschlechtert sich der Zustand. Aha, ja und? 12, ich habe keine 12. Aha, gibt an, wie schwer. VIP.
Ich habe keine 12. Warte mal, ich kann mal ganz kurz schnell was bestellen. Da sollte mit dem Zug was kommen. Zum mehr Ressourcen ordern. Ich habe 7. Ich gebe 4 jetzt aus. Leck mich am Bobbes. 4 gebe ich aus. Ordern. In 4 Stunden. Jawohl. Order bestätigt. Personal. Sanitäter-Team. Kann ich nicht. Na super. Wieso noch nicht? Ich bin noch nicht so weit, ne? Also da ist ein VIP drin. Mhm, was ist das hier? Wichtiger Patient. Über den merkwürdigen Patienten entscheiden. Ja, gut, bei mir wird jeder behandelt, Kollege. Zu abgelehnt wechseln. Zu ausstehend wechselnd. Okay. Ah, da kannst du draufklicken mit der mittleren Maustaste. Ah, stopp. Mittlere Maustaste. Guck mal an. Ins Feldlazarett eingewiesene. Diagnose. Schussverletzung. Sir, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Patienten lenken. Weil er ein gelernter Uhrmacher ist und nach Aussage der Leute, mit denen er unterwegs war, trotz seines Alters immer noch ein wissbegieriger Verstand und starke Hände hat. Ich glaube, wenn wir ihnen helfen würden, sich zu erholen, könnte ich ihn davon überzeugen, in unserem Krankenhaus zu arbeiten und seinen Verstand und seine Fähigkeiten als Ingenieur einzusetzen. Okay. Du bist 1863 geboren in Kanada. Er war Uhrmacher wie sein Vater und sein Vater und sein Vater davor. Okay. Ja, du, natürlich, zurück. Du wirst jedenfalls operiert. Durch Lionel eingegriffen, leichter Verdacht. Aha, okay. Zurück. Ah, guck mal an. Kannst du mittlere Maustaste, wusste ich gar nicht, ja? Sobald ich die Medizin habe, wirst du eingeladen. Kollege, ich werde dich auf jeden Fall operieren. Es gibt keinen, den ich nicht operiere, wenn ich kann. So. Ah, Sanitäterteam ist fertig. Sehr schön. Hier, zack. Ressourcen ordern, Personal ordern, ein Sanitäterteam. Ja, sehr schön. Ordern. Jawohl, Order bestätigen. Gib her den Mann. Ganz arg wichtig. Meine Freunde, ich sehe gerade auf meinem Kalender, was heißt Kalender, auf meiner Uhr. Sir, we lost this patient. Super. Sir, new patient arrived. Ja, gut. Wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da, wahnsinnig gern auch einen Kommentar. Ich habe gesagt, dich packe ich. Achso, halt, stopp, was ist das hier? Aha. Ja, genau, dich wollte ich in die Moral schicken, ne? Ja, du darfst nach Hause und du wirst wieder an die Front geschickt. Genau, da waren wir stehen geblieben. Patient is cured. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, immer gerne ein Like, ein Abo dalassen. Gerne auch einen Kommentar. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.